Blumen und Kerzen erinnern an das Leid, das sich vor wenigen Monaten hier auf dem Maidan in Kiew zugetragen hat. Über 100 Menschen kamen beim Umsturz der Regierung ums Leben. Um eine faire und gewaltfreie Präsidentschaftswahl zu ermöglichen, schickte die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, 1200 internationale Wahlbeobachter in die Ukraine. Einer von ihnen war CDU-Bundestagsabgeordneter Robert Hochbaum. Schon 2004 begab sich der Vogtländer als Wahlbeobachter in das krisengebeutelte Land. Eine gefährliche Mission. Zu dem Zeitpunkt wusste keiner, wie die sogenannte Orangene Revolution ausgehen würde. Und auch jetzt, 10 Jahre später, kam der 60-Jährige mit einem mulmigen Gefühl an. Diesmal wusste man nicht, gibt es im ganzen Land Anschläge, wird versucht von den Terroristen, die im Osten aktiv sind, auch das Land mit solchen Dingen zu überziehen. Man kam als erstmal mit einem mulmigen Gefühl an, sah dann natürlich vom Flughafen her schon die Straßensperren und den Sicherheitsgürtel um Kiew, um das eben zu verhindern. Unter großen Sicherheitsvorkehrungen reiste der Bundestagsabgeordnete nach Iwankiw, eine Stadt nördlich von Kiew. Unangemeldet kontrollierte er dort mit SPD-Abgeordneten Karl-Heinz Brunner mehrere Wahllokale. Unter anderem mussten sie die Urnen und Kabinen prüfen und die Auszählung der Stimmen beobachten. Wie von vielen Prognosen vorhergesagt, gewann der Schokomilliardär Petro Poroschenko bereits im ersten Wahlgang mit einer absoluten Mehrheit die Präsidentschaftswahl. In Iwankiw verliefen die Wahlen zum Glück friedlich, anders als im Osten der Ukraine. Es wird geschätzt, dass 6-8% der Bevölkerung ihre Stimmen nicht abgeben konnten. Sie wurden ja gewaltsam daran gehindert, die Wahllokale wurden gewaltsam zerstört, Wahlurnen vernichtet. Deswegen ist es ein sehr kleiner Prozentsatz, der wirklich gegen die Wahlen war, nämlich diese Militanten, die von wer weiß wem gesteuert und unterstützt werden oder sogar von wer weiß woher kommen, wenn man sieht, wie gut ausgebildet die Akteure dort sind, was für Waffen sie haben. Das sind keine normalen Bürger. Der Maidan ist immer noch besetzt. Viele Demonstranten wollen das Protestlager nicht verlassen. Sie warten ab, ob der neue Präsident seine Aufgabe erfüllt und eine Stabilisierung des Landes bringt. Robert Hochbaum bewundert die Stärke und Zuversicht der Menschen. Besonders bewegt ist er von ihrer Freundlichkeit gegenüber Deutschland. Da ich ja weiß, welche schlechte Erfahrung die Ukraine oder Kiew und die gesamte Region mit den Deutschen in der Vergangenheit schon gemacht hat, umso mehr verwundert ist, dass man überall hört, dass man sehr positiv Deutschland gegenübersteht, dass man Deutschland dankt und hofft, dass Deutschland weiter diesen freien Kurs der Ukraine, diesen demokratischen Kurs unterstützt. Und das wurde mir sehr oft entgegengebracht und das hat mich natürlich sehr, sehr gefreut, dass dieses besondere Verhältnis zu Deutschland besteht. Hallo, danke schön. Helfen, danke schön. Ich heiße Jaroslav. Ich heiße Andriy.